Das müsste das Gem Theater sein. So. Klingt, als hätte sie das nur vorm Dach versteckt. Das ist mein nächstes Ziel. Ja, ich hätte gerade. Wenn du zum Theater willst, bin ich dabei. Wenn du zuerst zehnmal die Konsole verstecken willst, kenne ich jemanden, der dir helfen kann. Cool. Ich setze die Verstecke auf meine To-Do-List und melde mich, wenn ich beim Theater aber bin. Aber ging nicht an. Und ich versuche weiter rauszufinden, warum Speed Nonagon dauernd abstürzt. Auch immer. Finn will sich erst später mit dem Underground beim Theater treffen. Ich habe also noch Zeit für Erbanfragen oder irgendwelche anderen Sachen. Ja, gehst du durch. Hallo? Was ist denn das? Ah, okay. Okay. Bin ich rausgegangen? Ich geh auf, oder? Wunderbar. Das war schlecht. Erhöhte Gesundheit ist immer gut. Die einen Nebenquest können wir machen, ne? Hidi. Das Fies Nord wurde geschlossen. Mann, es ist viel zu kalt, um auf der Straße zu sitzen. Ich habe da schon ein paar Ideen. Ich? Okay. Dann halt nicht. Okay. Besser ist es. Leg dich nicht mit uns an. Das Outfit sieht so cool aus, ne? Ohne Witz, habe ich schon mal erzählt. Sieht so cool aus. Wird ein Helikopter außer Kontrolle in der Nähe gemeldet. So, was haben wir denn hier? Na, oh, dann auch noch. Ich sollte als Miles gehen und rausfinden, was bei Feast los ist. Meine Nebenquest. Hey Genki, ich werde Gloria wegen Feast fragen. Als Miles, nicht als Spider-Man. Undercover. Aber mal andersrum. Gefällt mir. Ja, eine Undercover-Mission. Hey Gloria, was ist hier los? Warum sind alle draußen? Ein Rohrbruch. Wir haben schon geputzt, dürfen aber erst wieder öffnen, wenn die Rohre in Ordnung sind. Ach, das wurde schon mehrfach repariert, aber sie halten einfach nicht. Können die Leute in andere Fiestasyle? Die sind alle voll. All die Leute hier können sonst nirgendwo hin. Die Leute brauchen Wärme und Essen, aber bei diesem Wetter... Kann ich irgendwie helfen? Ja, tatsächlich. Könntest du nach den Leuten im Park sehen? Unseren Leuten gegenüber sind sie oft verschlossen. Gern doch. Dann mach weiter Urlaub. Du arbeitest zu viel. Ja, ja. Okay. Wo? Ich muss rausfinden, was mit dem Wasser passiert ist. Vielleicht weiß hier jemand was. Verstehe ich. Hier. Ich mach das. Danke. Ich bin Steph, Glorias Lebensgefährtin. Ich helfe bei Feast. Oder was davon übrig ist. Ja. Gloria sagt, die Stadt hält das Asyl geschlossen. Sie waren ungewöhnlich stur und so schnell da, um das Asyl zu schließen. Keine Stunde nach der Überschwemmung. Ach, das Einschirchen. Das klingt, als wäre ich eine Aluhutträgerin. Hm? Nein, ist komisch. Jedenfalls, danke für deine Hilfe. Ja, immer gerne, ne? So, wer braucht noch Hilfe für irgendwas? Oh
Gleich abwischen. Ich sollte mit mehr Leuten reden. Vielleicht kann ich helfen. Was ist denn da? Becken oder essen. Soll ich helfen? Moment, ich helfe. Danke, Mann. Ich will das Zeug trocken halten. Ich hatte Angst vor einem Überfall und dann kam das Wasser. Hatte sogar ein Messer dabei. Wie kam sie auf sowas? Da waren Leute, die rumgeschnüffelt haben. Hab sie verjagt, aber sie kamen wieder. Und direkt vor dem Rohrbruch verschwanden sie einfach. Mhm. Gut, sagen Sie Bescheid, wenn noch was ist. Und Vorsicht mit dem Messer. Sicher, danke. Was haben wir hier? Warum bist du hergekommen? Hast du mir ja gar nichts erzählt. Ich dachte, ich bin paranoid. Aber dann kam die Überschwemmung. Oh Mann, da ist auch noch was. Mit dem Wasser? Die Rohre waren wohl alt. Hallo. Hallo. Habt ihr gerade über das städtische Bauamt gesprochen? Ja. Vor etwa einem Monat wurde ein neuer Boiler eingebaut. Und ein Prüfer war da. Er meinte, es sei alles okay. Und jetzt haben wir den Salat. Ja. Hätte ihm auffallen müssen. Ich muss dann. Halten Sie sich warm. Gleichfalls. Essen Sie Salat gerade? Okay. Hey, hast du Zeit? Okay, das waren alle. Ich arbeite an Speed Nonagon. Was gibt's? Direkt vor dem Rohrbruch haben sich komische Typen mal fies drum getrieben. Die Stadt hat das Gebäude verdächtig schnell geschlossen. Und ein Inspektor sagte vor kurzem noch, die Rohre seien in Ordnung. War das Sabotage? Definitiv. Ich muss meinen Anzug anziehen. So, jetzt weiß es auch. Ich war eine Weile in dem anderen Asyl. Muss mich umziehen. Ja, ich hab's schon kapiert. Muss ich 10-mal erklären. Ja, geh mal in die oberste Etage, um sich anzuziehen. Gloria sagte, das Asyl darf öffnen, wenn die Rohre repariert sind. Mal sehen, ob ich das schaffe. Wohin führt denn das? Ach du Heilige. Heilige Scheiße, wohin führt denn das? Ja. Führt in einen Gully! Verstopft von Müll. Da, dass da das Rohr platzt. Der Müll ist weg. Aber das Wasser läuft noch nicht. Oh, ich weiß, was zu tun ist. Du musst das Pumpwerk finden. Woher weißt du das? Saubere Flüsse-Projekt in der 4. Klasse. Die sind jetzt also blitzsauber? Naja, sauber, ja. Steigt nicht in den Herzen. Wie geil das aussieht, ne? Das Spiel ist schon faszinierend, ne? Auch clever vom Setting. Schnee. Wasser einzubauen. Passt doch einfach. Alles. Also ist das nicht kein zweiter Teil. Aber. Gleich da. Ich denk mal, so wird auch der zweite Teil sein. Vom Setting her. Oh. Genki. Das sind die Typen, gegen die ich beim Umspannwerk gekämpft habe. Das okay, Bankraub und Umspannwerk verstehe ich. Aber was soll das mit Feast? Finden wir es raus. Meinst du, er wird wieder Schutzgeld kassieren? Wenn es erstmal läuft, klar. Zuerst muss er ja alles im Griff haben. Sind wir nicht deswegen hier? Eins muss man den Boss lassen. Er ist der Einzige, der schlau genug für so ein Ding ist. Außer sie schnappen uns. Wenn das passiert, sagen wir nichts. Der Boss belohnt Loyalität. Ich wollte die... Haltet nach der Spinne Ausschau! Bam, den dicken. Hab ihn im Visier! Ah, was willst du denn? Helden spielen! Sagt mir, wer euch bezahlt! Das ist dein Ende, Spider-Man! So. Und jetzt? Du musst die Pumpe einschalten. Ich krieg Aggressionen wieder! Ah, hier. Aha.
Hey, du eifriger Flussschützer. Der Pumpendruck ist kritisch. Sie haben wohl an den Ventilen geschraubt. Du musst sie einzeln zurücksetzen, bevor du die Pumpe einschalten kannst. Hast du das gehört? Ihr Boss will sich an Harlem vergreifen. Drogen, Schutzgeld. Mann, können die sich stattdessen nicht einfach essen und den Museen erfreuen? Mal was nicht Spider-Man-mäßiges. Hast du für die Schule schon mit Jane Eyre angefangen? Ich hab noch gar nichts für die Schule gemacht. Echt abgefahren. Bin gerade bei einer Hochzeitsszene. Puh, wow, total fesselnd. Bist du gerade am Lesen? Ich dachte, du hilfst mir. Ich bin da. Du hast meine vollste Aufmerksamkeit. Gleich nach diesem Kapitel. 5 Minuten. Alter. Holy shit, Alter. Alter, hast du eine Kraft. Er ist doch selber weggeflogen. Kalt! Erstes Ventil, jetzt noch 2. Wir hätten wieder geschrien. Hey. Manchmal geht das mal zu weit. Das hier hat eine Druckanzeige. Muss ziemlich alt sein. Oh. Oh, Mist, Mist, Mist. Oh, schneller Netz. So. Das ist gemeint. Das waren 2. Noch 1, dann kann ich das Wasser anstellen. Okay. Bam! Kopf aufgeplatzt. problematischer, glaube ich. Ja. Guten Tag! Sie sind überall! Hast schon mal fast gegen den Kopf bekommen? Sagt ihr mir, wer euer Boss ist? Nein! Eine Kiste! Na gut, von DHL. Schade! Mir geht nicht gar nichts an, Spider-Man! Das hier ist eine Privatangelegenheit! Hau lieber ab! Unsere Macht willst du dich nicht anlegen! Deshalb lässt man die Finger von Asyl. Ja, ich mach dich alle! Kleiner Pisser. Das wird nicht gut. Wenn ihr Harlem in Ruhe lasst, lasse ich euch in Ruhe. Vielleicht. Noch könnt ihr abhauen. Das wird schmerzhaft. Jetzt tippt noch vor sich hin. So. Wunderbar, jetzt kann ich mal, Druckventil. So, wunderbar, herrlich. Ja, klappt doch. Ist eigentlich das gar nicht passen. So schwer, jetzt aber muss wie ich mich heile, kapier ich mal nicht. Das ist wie beim ersten Teil. Genki, kannst du die Stadt anrufen? Sie sollen jemanden zum Feast Nord schicken und die Schließung aufheben. Ein offiziell klingender Anruf eines Highschool-Schülers, der auf Erwachsen macht, kommt sofort. Ja, passt ans. Schon so geil, ne? Gegen die Sonne. Ich bin gegen die Sonne. Nein, natürlich nicht. Sonnenaufgänge oder Untergänge oder Sonne gucken ist immer das Schönste im Spiel. Die Kerle Spiel. Schon wieder. Ich muss sie unbedingt loswerden. Ohnmächtig sehen sie so friedlich aus. Ja, das hat, da hast du wohl recht. Hast du den Boss eigentlich schon mal besucht? In der Zelle? Besuch ist nicht erlaubt. Man kann ihn... Sagt mir, für wen ihr arbeitet! Scheiße! Ja, toll. Mal sehen, ob du kämpfen kannst! Du hast keine Chance, Kleiner! Ich mach dich alle!
Ich habe eine Gullydecke gegen den Kopf bekommen. Halt das mal bitte. Eine Tonne gegen den Kopf bekommen. Achso. Okay, schlupf! Awesome. Oh, jetzt steht er nicht auf, ey. Ja, jetzt auch. Wird er das auch haben? Ist das gleiche haben? Okay. Kostet aber auch nichts. Bitteschön. Das war. Wow. Passanten, Passanten, hallo. So. Hey, ich hab Neuigkeiten. Ihr Boss sitzt im Raft. Oh, wow. Aber vielleicht können wir ja irgendwie die Kommunikation mit seinen Leuten draußen kappen. Sieh ich mir an. Wie lange geht die Nebenquest bitte? Jetzt das Wasser anstellen. Na. So. Jetzt muss ich schon mal den Knopf anziehen. Dann mal Wasser. Marsch! Oha. Super Timing. Ja, wie viele Leute, der ne? Der Ufer ist gerade angekommen. Sollten bald wieder öffnen können. Alter, wie viele Leute hier sind. Ich werde mal nachsehen, ob Gloria alles hat, was sie braucht. Also, Gründe, warum dieser Boss es auf dies abgesehen hat. Erstens, es steht auf einem Premium-Grundstück. Zweitens, ein Asyl in Harlem senkt die Zahl der Verbrechen enorm. Und wer Gangsterboss sein will, braucht dafür Gangster und Verbrechen. Genau, aber wir haben es verhindert. Yeah. Oh, so schnell. Komm schnell hin. Yo, Taxi! Von ihr eine Taxi? Ach, hier sind wir wieder. Okay. Spider-Man? Der neue? Ja, der echte. Der echte. Mhm. Guten Tag. Oh, Spider-Man. Hi. Immer schön, einen von euch zu treffen. Oh, also, ja, ich hab da das Wassersystem repariert und offenbar war auch ihr Asyl davon betroffen. Sollte jetzt wieder laufen. Du warst das? Wir haben eben gerade das Okay für die Öffnung bekommen. Alle können wieder rein. Oh, Spider-Man, nice. Dein Timing ist perfekt. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchgehalten hätten. Danke. Hey, Gloria, Malzi. Das Fies Nord ist wieder offen? Spider-Man hat uns geholfen. Ist das denn zu glauben? Also wirklich. Danke fürs Vorbeikommen. Mensch, die Leute im Park haben sich über deine Hilfe gefreut. So ein Zufall. Und jetzt mach weiter Ferien. Wir sehen uns, wenn die Schule wieder anfängt. Wir hören uns auch gar nicht gleich an. Tschüss. Da hast du vollkommen recht. Wir hören uns gar nicht gleich an. Nice. Hey, ich habe mit Haley, einer Straßenkünstlerin, gesprochen. Was sie hat einen Hinweis, von wo aus diese bösen Jungs in Harlem operieren. Das ist super. Wo finde ich sie? Sie hat super viel zu tun wegen der Kingsday-Parade, aber ich poste es in der App, wenn sie Zeit hat. Okay. Oh, du kennst sie. Von das der Kundgebung, ja weißt du noch? Straßenkünstlerin, spricht Gebärdensprache. Oh ja! Sie ist cool! Ich warte auf deinen Post! Cool! Bis später! Das ist hier gequetscht, hier an der Ecke ist. Das können wir es komplett betrachten. Okay, mal sehen, ob Finn das nur vom im Gem Theater versteckt hat. Bis dann, Spidey Nummer 2. Warum ist die das? Ach, Flachs, Alter. Warum wollen die wissen, dass ich der Echte bin? Vielleicht anders Kostüm oder so. Keine Ahnung. Neue Neben. Oh Gott. Nein, mach jetzt erstmal Hauptquest. Haben wir noch Zeit? Der Miso, lass Spider-Man durch. Was? Ja, ich auch noch nicht so richtig. Das stimmt. Eine Nebenquest, ja.
Hey, die Nebenquests sind echt lange, ne? Ich meine, sie sind zwar schön. Will ich auch zeigen, mal alle. Ich glaub, alle. Mal. Kommt drauf an, wie ich vorankomme. Aber da ist noch was. Apropos. Aber das geht ja mal schnell, das hier. In der Nähe eine Schießerei. Ein Fang! Fang! Alter, ist ein Panzer, Alter. Ist ein Panzer drin. Die Kranken. Sehr gut. 16 von 35. Fast die Hälfte. So, cool, wie unterschiedlich die sind. Also so ein bisschen Unterschied haben die schon. Da kam jetzt ein Panzer raus, das war das erste Mal. Wenn ich herausfinden kann, was Finn mit dem Nuform vorhat und es ihr wegnehmen kann, wird's ein guter Tag. Da ist ja auch noch was. Warte mal. Oh nein. Na okay. Du hattest recht, Genki. Der Underground ist überall. Sie sind also überall Grund? Der war wirklich schlecht. Das steht unter Strom. Das hat gezwiebelt. Ja, die Blitzstelle merkst du auch. Sagt, das waren 300 Kilojoule. Und du sagst nur au? Vorteile der Bioelektrizität, schätze ich. Der Strom muss irgendwo herkommen. Wir sind nicht alleine. Alter Schwede. Kannst du die Stromquelle sehen? Noch nicht, aber die Kabel führen bestimmt hin. Elektrifizierte Absperrung. Kompliziert. Vielleicht sind sie nervös, weil jemand in den Fisk Tower eingedrungen ist. Wer würde so etwas tun? Das gibt blaue Flecke. War ich nicht. Maria, ist bei euch alles in Ordnung? Maria antwortet nicht. Sieht mal jemand nach? Alles klar. Könnten ja mal was anderes einsetzen. Ne? Hey,
Deine Mutter. Damit hast du nicht gerechnet. Hier sieht's richtig toll aus. Ist hier irgendwo ein Phantom? Hier rumspringen könnt. Geschafft! Jetzt zapfe ich den Generator ab. Okay. Dann zeig ich mal her. So, Nummer 1. Alles gut. Jetzt zu den anderen. Einmal. Wieder mal. Alter Schwede, es war knapp. Alter Schwede. Können wir uns irgendwie heilen? Das war knapp. Das war furchtbar. Und weg ist er. Ich hatte heute 5 Anrufe wegen Morales Kampagne. Nimm das denn. Eine Sekunde warst du noch nicht da, oder? Okay, wir heilen uns wieder. So geht es also. Hey Mom. Davon ist man doch versichert, oder? Beschwer dich nicht bei mir. Was soll ich denn tun? Mann, das ruckelt doch mal. Leg dich nicht mit uns an, Spinne! Da. Du musst schneller sein. Ah, danke für die Bestätigung, dass du geschossen hast. So, haben wir es jetzt. Wunderbar. Jetzt habe ich wieder Energie. Oh mein Gott. Einer nach dem anderen. Ich glaube, wir gehen jetzt mal da, genau. Tolle Ausrüstung. Hast du Finns Freund gesehen, seit sie ihn in Fisk Tower rumgeführt hat? Wie hieß er noch? Mike? Mitch? Bin ich froh, wenn wir diese alle weg haben. Komm, stell dich da hin. Den Underground wird niemand geben. Du hast gestern ein Auto in die Luft gejagt? Meine Stelle war bei der Gangway Bridge. Da war niemand drin. War das Roxxon Stammkneipe oder was? Nein.
aber Tinkerer wollte von eurem Überfall auf den Rocker. Oh, so geht heilen. Oh, okay. Ja, der Truck war voll. Genau das wollte ich. Oh, hier so mit einer. Mit diesen Waffen holen wir uns den. Explodiert. Dann hast du auch keine Sorgen mehr, weil wir tot sind. Wie die es einfach aushalten. Holodrone, was ist das? Ui. Hallo? Ah, das ist das, okay. Der Spider-Man sieht, sag Bescheid! Genau. Willkommen, Search. Sieht mal jemand nach? Komme sofort. Oh, kannst du dich denn sehen? Auch keinen Generator. Haben die mich abgefuckt? Haben die mich abgefuckt? So. Wunderbar. Ja, aber den machen wir beim nächsten Mal. Oh, ein Flugzeug. Mal den beim nächsten Mal, den Tisch. Ist nämlich da ganz oben. Spinnen in Nacht. Ich bin bereit, die Stadt. Das ist Führer. Er ist uns gefolgt. Kranker Scharfschütze, Alter. Holla, die Waldfee. Das war ein kranker Scharfschütze. Das war knapp. Ey, da hab ich nichts. Gott. Da war noch einer hier. Okay.
Das neue. Der hat aber noch nichts von der Lage gesteckt, also was wir dem machen. Der bleibt doof. Das war's. Die Absperrung ist ohne Strom. Gemerkt. Bereit zum Zerschmettern. Oh, scheiße. Oder komm, wir hauen den noch kaputt. So, was sagst du? Hab dich nicht verstanden. Voll auf der Füßen im Gesicht. Ja, okay, machen wir jetzt einen Cut. Ich wollte jetzt essen und dann machen wir beim nächsten Mal hier weiter. Haut rein, bis dann. Ciao.